So, herzlich willkommen. Das ist jetzt halt mein erstes Let's Play und was ihr da seht, ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber ich möchte mich jetzt halt mehr auf, ja, also was heißt mehr konzentrieren, sondern ich wollte halt einfach anfangen, Let's Plays zu machen und habe mir da überlegt, ach ja, worauf habe ich denn gerade so Bock? Und das ist ein ziemlich altes Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube 1900. 90 oder so, könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wisst, aus welchem Jahr das Spiel ist. Und zwar heißt dieses Spiel Frontier Elite 2. Das werden wir jetzt mal eine Runde spielen. Dafür habe ich jetzt einen Emulator auf meinem PC und ich glaube, ich werde auch noch den Link zum Download des Emulators und des Spiels reinsetzen. Da ist auch eine schöne Seite dabei, kann man viel Infos herfinden für die Steuerung, weil die ist nämlich gar nicht mal so einfach. Naja, dann legen wir mal los. Jetzt erstmal den Klang hier rein. So, los geht's. GameTech und Konami present David Brabens. FRONTIER. Woo, Frontier. So, da fällt mir ein, ich muss die Frames noch ein bisschen hochschrauben. Ist ja viel zu laut. Ich hoffe mal, bei euch ist das jetzt nicht so laut. Weil sonst habe ich nämlich gerade mal verkackt. So, los geht's. Ja, den Rest habe ich hier eh noch nicht freigeschaltet, glaube ich. Also das macht noch gar nicht mal so Sinn. Also. So. Das ist, ich glaube, das zählt sogar noch zu 8-Bit-Games oder was weiß ich, ob es da noch was drunter gibt. Grafisch ist das ja jetzt nicht so der Hammer. Und zwar. So. Was summt jetzt hier? Gut. Verdammt. Jetzt habe ich gerade mal geschossen. Das heißt, wenn ich jetzt... Toll. Toll. Ja gut, jetzt habe ich das erstmal schon verkackt, weil ich aus Versehen mit einem Laser geschossen habe. Ja, was machen wir jetzt? Ach komm, wir zahlen einfach nicht. No risk, no fun, sage ich dazu jetzt mal nur. Und zwar ist das eine riesige Galaxie, wenn man sich das mal anguckt. Man kann hier auch noch irgendwie, genau, auch rauszoomen. Und dann ist das Ganze schon recht groß. Und ich habe da noch nie ein Ende gefunden. Was zum? Die haben mich jetzt nicht abgeschossen, weil ich keine Strafe gezahlt habe, oder? Naja gut, fangen wir nochmal von vorne an. Das war ja jetzt ni noch nicht so schlimm. So, Karte. Nee, falsche Richtung. Rauszoomen. So. Also es ist wirklich riesig. Aber jetzt gehen wir, bleiben wir erstmal hier bei meinem System. So. Diese Stecknadeln nerven mich. Können wir auch erstmal ausmachen. So, dann haben wir hier die ganzen Planeten. Systeme sind das ja. Das sind ganze Sternsysteme, die hier rumdümpeln. Und da bin ich. Ross 154. Ups. So. Dann, wenn wir jetzt sagen, wir wollen dahin. Warte. Hier, Lakai 8760. Ey, da könnte ich sogar hinfliegen. Warte mal, anderes System für das Beispiel. Das habe ich jetzt gerade kaputt gemacht. Hier, außer Reichweite. Also da können wir schon mal nicht hinfliegen. Bei dem Spiel kann man verdammt viel machen. Zum Beispiel mit Lasern rumballern, wie ich es ja eben gemacht habe. Dann kann man auch...
Hier sind so, ja, Quests eigentlich, die man annehmen kann. Zum Beispiel hier Gefechtswaffen, also da kannst du halt verkaufen, irgendwelche Sachen, die du nicht mehr brauchst. Und ich glaube, das sind sogar ganz gute Preise, wenn ich mir das so angucke. 2400 ist schon nicht schlecht. Dann kannst du hier dem Militär beitreten. Ja, eine Überfahrt, also du kannst Leute mitnehmen, dafür brauchst du aber hier diese Kabinenplätze. Und du kannst. Gut, hier sucht jetzt keiner einen Job. Oder du kannst hier. Hier ist eine Person vermisst, da kannst du dem Infos geben oder so ein Kram. Und. Also, ja, ich fasel hier schon wieder. Viel zu viel. Da sollte ich vielleicht langsam mal anfangen. So. Los geht's. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Planeten aus. System natürlich. Der in der Reichweite ist. Guck mal, wo war ich denn noch nicht? Gucken uns das System mal an. Der hat ziemlich viel. Dann klicken wir hier drauf. Wir handeln jetzt erstmal. Ich brauche erstmal ein bisschen Geld. So, er importiert als Hauptimport, da gibt es das meiste Geld, Dünger, landwirtschaftliche Geruchsstoffe, keine Ahnung, und Roboter. Ja, Roboter sind noch ein bisschen teuer. Wenn ich mir jetzt mal hier die Aktienbörse, da ist das ganze Zeug Getreide. Aber wir gucken jetzt erstmal, was wir exportieren. Warte mal. Das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Genau, so, so, so. So, wir exportieren tierisches Fleisch. Okay. Also, das heißt, das ist, wovon wir viel haben und das ist, wovon wir wenig haben. Davon gar nichts. Davon haben wir so mittelviel bis viel halt. Also einiges. So, tierisches Fleisch hat er sehr viel. Das heißt, wir müssen erstmal ein System finden, was tierisches Fleisch als Hauptimport hat. Okay. Also, hier sind zwei Sterne. Ach Mann. Gut, da ist schon mal nichts mit Handeln. Alpha Centauri, La Lande, Barnards Stern. Barnards Stern ist in Reichweite. So, gucken wir mal. Die importieren tierisches Fleisch. Warte mal, das war doch das, was wir exportieren. Genau, tierisches Fleisch. So, das haben die als Hauptexport. Also Aktienbörse, tierisches Fleisch kaufen. So, dann brauchen wir noch eine Startanfrage, dass wir überhaupt fliegen können. Und so sieht mein Schiff aus. Hammer, ne? Start. Fahrwerk einfahren. Und so, jetzt müssen wir Tempo aufbauen. Ja, ich habe mir das schon mal ein bisschen angeguckt, deswegen weiß ich da schon einigermaßen Bescheid. Wir müssen nämlich jetzt hier auf das System zielen, also dass da dieser grüne Kreis hier drum ist. Und dann gehen wir einfach wieder zurück und dann erscheint hier dieses Fenster Warp. Dün, 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 dün. So, jetzt sind wir hier im System. Zack. Und ich gucke nochmal nach, wo das ist. So, hier müssen wir gucken, wo da ein Hauptsternhafen ist. Aber hier gibt es keinen. Da. So, das ist Boston Base. Orbitalstation. Oder ein orbitaler Handelsposten. Oder Griffith Space gibt es ja auch noch. Oder Enderton Depot. Aber ich glaube, ich nehme die orbitale Handelsposten. Miller Depot. So. Der war bei Cook. So. So. Ist das diese Station?
Miller Depot, genau. Da will ich hin. So, jetzt haben wir das im Ziel. Dann Maschinen aus, Autopilot. So, da ist mein Ziel, da muss ich hin. Ah, gut, der Pilot ist ein bisschen betrunken. Aber er pendelt sich ein. So. Dann ist das jetzt ein bisschen langsam. Wir sind 10,116 Lichtjahre von der Basis entfernt. Also, bisschen Tempo. Ja, komm, noch ein bisschen schneller. Ach komm, scheiß drauf. So. Jetzt sausen wir mal eben dahin. Ah, jetzt geht das doch schon recht schnell. That's wunderbar. Ach Leute, das Spiel ist schon ein bisschen lustig irgendwie. Zack, sind wir da. So, da ist auch schon diese Basis. Der Autopilot macht ja alles wunderbar, hat die Landeerlaubnis eingefordert und fliegt jetzt in Richtung Basis oder Orbitalstation. Orbitale Handelsposten ist das ja. Genau. So. Aber das ist noch ein bisschen zu langsam. Zack, sind wir da. So. Dann Aktienbörse und dann verkaufen wir das wieder. Wuhu, wir haben 76 Credits Gewinn gemacht schon. Das ist echt cool. So. Jetzt müssen wir wieder gucken. Wo fliegen wir denn als nächstes hin? So, aber als erstes auf jeden Fall, was irgendwie für mich mittlerweile ganz wichtig ist, was ich gemerkt habe, speichern. So. Aktuellen Commander sichern als... Ach komm. Milch Rice. So. So heißt jetzt der Commander. Ohne E halt. Passt nicht mehr rein. Uncool. Okay. Dann das Verzeichnis. Machen wir mal C. So. Milch Rick. Okay. So. Dann. Ach ja, genau. Gucken. Nix. Ach ja, was exportiert denn der überhaupt? Export. Oh, viel, 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 viel. Ganz schön viel. Gut, da brauche ich mir jetzt noch keine Sorgen drum zu machen. Oh, hier gibt's viel. Import. Computer und landwirtschaftliche Geruchsstoffe. Oder so ein Kram. Weiß nicht, was das sein soll. Nein, da bin ich gerade nicht. Hä? So. Export. Der macht diese landwirtschaftlichen Geruchskram da und Computer und. Also da passt, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen. Was zahle ich denn für das Landwirtschaftszeug? So. Auch das ist günstig. So, aber wir müssen noch Sprit einkaufen. Haha. Aber der ist zurzeit günstig. Kaufen wir gleich zwei von. 9,5 Credits pro Tonne, ey. Und hier zahlst du 1,5 € pro Liter, ey. Das ist. Naja, gut. Wir wollen jetzt keine politische Diskussion machen, sondern spielen und weiterfliegen. Ach fuck, wo wollte ich denn eben hin? Wie hieß das denn nochmal? War das Sol? Ja, das war Sol. Puh, Glück gehabt. Und da warpen wir auch direkt mal hin. So. Wo wollen wir hin?
Hier ist zum Beispiel die Erde mit jede Menge orbitalen Städten und Stationen und irgendeinem Kram. Ach komm, wir fliegen nach New York. Ja, New York ist okay. So. New York ist hier in Nordamerika. Dann hier drauf und anvisieren. So, Autopilot an. Und Vollgas. Ja, was ein Manöver. Okay. Naja, gut. Hauptsache, wir landen. Sicher und schnell. Wir sind auf 4 Kilometer in der Höhe. Das ist mir zu hoch. Was? Schiff wird angegriffen? Von wo? Oh. Ein faszinierender Blick über New York. Diese Kulisse ist echt. Was ist das für ein Berg? Leute, klärt mich auf. Seit wann hat New York direkt nebenan so einen großen Berg? Naja, egal. Vielleicht muss das Spiel ja auch noch gar nicht mal so richtig korrekt sein. Dafür, dass es aber auch eigentlich so alt ist und so eine große Fläche hat, ist das ja schon nicht schlecht, das Spiel. Aber ich würde jetzt gerne mal landen. Aber warum wird mein Schiff angegriffen? Nun gut, nun gut. Fascinating. So, ich würde jetzt ganz gerne einfach landen, 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 landen. Und 3, 2, 1, juhu! Da bin ich. So, Aktienbörse und alles wieder verkaufen. Da. Boah, ich habe schon wieder Gewinn gemacht. Und das, obwohl ich mir den ganzen Treibstoff kaufen musste. So. Naja. Und wieder speichern. So, Leute. So leid es mir tut, das war's dann auch schon für diese erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen grünen Daumen da. Das freut mich immer. Und ja, dafür, dass mein erstes Let's Play war. Meine Meinung, es lief gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge hättet, dann ja, lasst doch mal ein nettes Kommentar da. Aber bitte nicht irgendwie so, du bist scheiße oder so, keiner mag dich oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Das könnt ihr dann lassen. Da könnt ihr dann Daumen runter geben und mich nie wieder anschauen, wenn euch das nicht gefallen hat. Weil so Sachen werde ich, glaube ich, nur machen. Oder halt konstruktive Vorschläge bringen. So. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.